Ich habe hier eine Four-End-Kombi von AVM mit dem Vorverstärker PRS 30.3 und den beiden Monoblöcken MA 30.3. Ich muss schon mal spoilern, ich bin echt geflasht von der Kombi und was die alles kann und wieso sie günstiger ist, als ich vermutet hätte, erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Ich habe die Kombi zum ersten Mal auf der High-End in München gesehen dieses Jahr und war halt natürlich gleich begeistert. Stand dann natürlich in dieser Cellini-Ausführung mit den verchromten Fronten. Ja, da war ich rein optisch schon hin und weg und durfte dann reinhören und habe mir gedacht, yes, die brauche ich unbedingt für einen Test. Habe sie dann eben jetzt auch für einen Test bekommen und muss sagen, ich bin wirklich schwer angetan von dieser Four-End-Kombi. Jetzt ist die Frage natürlich, was darf so eine Four-End-Kombi kosten? AVM ist ja irgendwie nichts günstig. Und ja, ich hätte geschätzt so aus dem Stegreif 10.000, aber nein, kostet sie nicht, auch keine 9, auch keine 8.000 Euro. 7.000 Euro kostet diese Kombi. Da fallen 3.000 Euro für den Vorverstärker PRS 30.3 an und jeweils 2.000 Euro für die Endstufen, wie gesagt 300 Watt Class AB. Allerdings dann nicht in dieser hübschen Cellini-Ausführung, sondern in Schwarz oder Weiß. Wobei die dann auch vorne eine massive Aluminiumplatte haben, gebürstet. In Silber sieht das echt schick aus. Bei der schwarzen Ausführung sind die Knöpfe in Silber. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Da würde ich mir auch wünschen, dass die Knöpfe in Schwarz sind, auch wenn es ein schöner Kontrast ist. Aber das ist Geschmackssache. Ja, um die Details zu beleuchten, habe ich mir jemanden eingeladen. Und das ist kein geringerer als Udo Besser, der Chef von AVM. Der war hier bei mir im Studio. Wir haben dann über diese Kombi gesprochen und er hat mir ein paar Dinge erzählt, die ich dann einfach eben auch noch nicht wusste im Detail. Der Beitrag wurde aufgezeichnet und da schauen wir jetzt rein. Ich habe nicht nur die AVM-Geräte hier zum Testen, nein, ich habe auch den AVM-Chef hier. Nicht zum Testen, aber zum Gespräch. Ich wollte es gerade sagen. Servus, Udo. Servus, Andi. Ja, Udo, du kannst mir ein bisschen was über diesen Vorverstärker erzählen, was ich noch nicht weiß. Ja, gibt es ja einige Sachen, also die sich auch hier jetzt in dieser Generation geändert haben. Also wie gesagt, das Programm steht ja hier oben links. Angefangen hat diese Gerätekategorie bei uns zum 30. Jubiläum. Das war ja 86 ist die Firma gegründet. Nicht 1886, aber 1986. Das ist so, wir sind schon länger unterwegs, aber doch Ja, nicht so lange. genau. 1986, das heißt also 16, 17, kam die erste Serie raus, genannt die 30er-Serie, war streng limitiert, war so schnell verkauft, dass wir eigentlich nicht gucken konnten. Die zweite Serie kurz danach aufgelegt, also was heißt kurz danach, 1,5 Jahre danach aufgelegt, gleiches Spiel. Dann entstanden die Pläne für eine dritte neue Generation der Geräte. Dann kam leider Corona dazwischen. Jetzt sind wir soweit mit Generation Punkt 3, wie man hier schön sehen kann. Der Vorverstärker hört jetzt auf den Namen PAS, wobei PA sinnigerweise für Preamplifier mit Streaming steht. Kann man sich leicht merken, PAS, Preamplifier mit Streaming. So, jetzt aber nicht nur mit Streaming als schwergewichtiges Feature, sondern es ist ein sehr, sehr kompletter Vorverstärker geworden. Denn er hat auch eine schöne Phono-Vorstufe drin. Ich kann es sehen. Genau, also Zeige ich nachher noch im Detail. Zeigen wir genau, wie die auch angeschlossen wird mit den Lastwiderständen und so weiter. Die liegen ja dabei. HDMI-Eingang, ganz wichtig heutzutage, dass man eben einfach auch mal schnell Bild kombinieren kann mit der Anlage. Also jetzt nicht nur immer High-End-Audio hören. Die ganze Streaming-Geschichte hier, zwei Antennen zu sehen. Zwei Antennen, warum? Nicht nur Bluetooth, 2,4 Gigahertz, sondern eben auch 5 Gigahertz WLAN sind jetzt möglich, weil es 2,4er WLAN ja teilweise schon ein bisschen voll ist. Ja. Extrem modern, die Features, ich glaube, da wirst du selber nochmal genau drauf eingehen, die in der Streaming-Geschichte bei uns alles untergebracht sind. Der heißt ja Extreme Engine, ist unser eigener Extreme Engine. Riesenentwicklungsaufwand, hat uns schlaflose Nächte gekostet. Aber noch eine Neuerung wollte ich vorstellen. Dieses Gerät, das vor uns steht, ist ja eines in
Cellini-Finish. Also das heißt, also früher hat es die erste und zweite Generation ja nur in Silber und Schwarz gegeben. Auf allgemeinen Wunsch haben wir jetzt eben doch hier auch wieder das traditionelle AVM-Chrom-Finish verbaut. Das ist ja eine ziemlich große Aktion. Wie du weißt, ist es ja immer schwieriger geworden, Chrom zu verarbeiten, Ja, umweltschonend, war auch Filtrierung in und den so weiter. Medien, War auch in dass Medien, es nicht genau. mehr verarbeitet werden darf, irgendwelche. Genau. Macht die Sache jetzt nicht gerade günstiger, leider. Für uns aber auch noch schwieriger zu verarbeiten. Aber auch hier haben wir uns große Mühe gegeben. Und du siehst es auch, wenn wir können das aus unserer Perspektive schön sehen, wie genau die Druckknöpfe hier vorne gearbeitet sind. Die haben ja fast, man kann sie fast gar nicht erkennen, so genau sind die da Also eingearbeitet. absolut bündig, ja. Ich habe das ja schon ein bisschen ausprobiert, das Gerät, und das fühlt sich einfach wirklich gut an. Und nochmal auch Kompliment, also diese Cellini-Variante mit dem Chrom, das sieht wirklich hammerhart aus. Und ich meine, das sind ja hier die härtesten Bedingungen. Wir haben hier ja Filmlicht stehen, ne? Das ist das kritischste Licht und Das ist kein Makel zu erkennen. ist aber auch das, was unsere Kollegen in der Fertigung eben einfach machen. Also die haben extrem kritische Augen. Also das heißt, wir haben auch extrem kritisches Licht. Müssen wir auch, um auszuschließen, dass es wirklich sichtbare Mängel an den Chromfronten, die ja nun wirklich ganz gerade sind, Chromfronten gerade zu machen, zu polieren, ist eine andere Kunst als, sage ich jetzt mal, so ein Rückspiegel beim Auto, der verchromt ist, der rund ist. Das kriegt man immer hin. Ich werde auch ab und zu gefragt, warum denn der Aufpreis doch so deutlich ist. Das ist ja eben nicht nur die Chromfront, also die Chromplatte, sondern man muss ja die beiden auch verchromen Ja, und die klar. verschiedenen Knöpfe auch. Ja? Ja. Und zudem kommt ja, dass wir quasi die Cellini-Geräte immer nur auf besonderen Wunsch oder auf Bestellung bauen. Also das heißt, also, wir müssen diese Geräte aus unserem normalen Produktionsablauf ausschleifen, dann werden die, sag ich mal, in der Manufaktur an einem speziellen Platz zusammengebaut und dann werden sie wieder in den Produktionsablauf eingeschleust, wo sie dann schließlich in den Endtests eben zwischen den ganzen anderen Farben landen. Also ich kann es nur jedem empfehlen, diesen Aufpreis zu zahlen, weil der Aufpreis ist irgendwann vergessen. Und man freut sich aber wirklich jeden Tag über diese wunderschöne Chromfront. Es sei denn, man mag kein Chrom, dann ist es natürlich nichts. Aber ich mag es und es ist ja nicht mein erstes AVM-Gerät, was ich in den Händen habe. Ich würde immer die Cellini-Variante nehmen. Ja, das ist schon wirklich ein Schmeichler. Wir wollen ja auch eine Zierde fürs Wohnzimmer bauen. Also das ist natürlich schon unser Ansinnen. Das ist ja auch mein Motto. Die 30er-Serie ist ja so gestartet, zurück ins Wohnzimmer. Das heißt also, die immer teurer werdenden Geräte, immer größer werdenden Stapel wurden dann irgendwann aus dem Wohnzimmer raus verbannt. Unsere All-in-One-Geräte sind natürlich da die Vorreiter dafür gewesen. Zurück ins Wohnzimmer, auch dieses Gerät soll sich bitte im Wohnzimmer wiederfinden, wo man gemeinsam Musik genießen kann. Ja. Ja, also dafür schaffen wir die Dinge. Und wie gesagt, es ist ein sehr komplexes, hoffentlich auch gefällig gewordenes Gerät, was im Wohnzimmer bitte musizieren soll. Dafür ist es gemacht. Ja, klingt hervorragend. Aber wir haben ja nicht nur einen Vorverstärker, über den wir reden wollen. Was wäre ein Vorverstärker ohne Endstufen? Die hast du auch mitgebracht. Da haben wir noch einen. Genau, einen haben wir noch. Dann tauschen wir doch mal schnell. Dann tauschen wir. Jetzt hätten wir So. hier natürlich die passenden Endstufen zum PAS oder PAS. Sagst du PAS oder PAS? PAS. Ja, ist auch Genau. korrekt. Also wie gesagt, das impliziert doch ein bisschen mehr, was das Gerät eigentlich tut. Also wie gesagt, wir sind da nicht besonders kreativ. Wir müssen uns das ja selber merken. Nee, ich finde es gut. So eine Nomenklatur, der man folgen kann, finde ich prima. Und ich habe es mittlerweile entschlüsselt. Ich habe ja auch babylonische Keilschrift studiert und deswegen, genau. Das ist genau. Also es wirkt langsam. Nein, Ja. aber man kommt einfach irgendwann drauf, dass das PA für Power Amp stehen könnte. Ne? Und Preamp. dann, ach, Preamp. Preamp, siehst du? Dann Da Preamp. war er schon. Und dann, Und und die dann Amps heißen dann MA, also MA, ah ja, Mono Amp. Monoamplifier. Genau, sowas. 30.3, auch hier dritte Generation in dieser 30er-Serie. Aber eigentlich, was wir hier vor uns haben, ist eigentlich etwas, was aus den 80er Jahren stammt. Denn der Firmengründer Günter Mannier hatte ja damals eigentlich einen Vorschlag gemacht,
auch bei der, also quasi als Bauanleitung mit, wie man sowas machen sollte. Was dann am Ende im Jahre 1986 zur Gründung der Firma AVM geführt hatte. Die hier vor uns stehenden Endstufen sind tatsächlich die 15. Überarbeitung. Also es gibt quasi eine nahtlose Folge an Generationen, an Endstufen. Natürlich haben sich hier viele Dinge geändert. Also das heißt, die ganzen Bauteile sind natürlich viel moderner geworden in den vielen, vielen Jahren. Das ist ja nun fast 40 Jahre her. Aber wir haben eine Klasse AB-Endstufe. Genau. Keine Klasse D. Das Wie man auch am Gewicht merkt, gleich sofort, wenn man es in die genau. Hand nimmt. Das ist das, was wir natürlich hier schön machen können. Also man merkt also, wie schwer diese Endstufe ist. Also mehr als die Hälfte der Endstufe besteht ja aus einem Trafo plus Kühlkörper und dann natürlich verschiedene Elektronik-Segmente hier hinten, Steuerungen und so weiter. Was du aber sagst, sehr schön, wie schwer die sind. Das Einzige, was sich nicht verändert hat seit 1986, ist die Größe. Die sind noch genauso. Und es gibt noch eine andere bemerkenswerte Sache. Also auch hier steht ja die Cellini-Version vor uns. 1986 hat die ungefähr 4.000 Mark das Paar gekostet. Die kosten heute 4.000 Euro. Was? Richtig. Cellini ein kleines bisschen mehr, Ja, natürlich. zugegebenermaßen, also in Silber Ja. oder Schwarz in der Standardversion. Aber 4.000 € das Paar. Das Paar. Ja, und Also. Würde heißen 2000, ich frage nur sicherheitshalber nach, 2000 € das Stück. genau. Klar, wer kauft nur eine, ja, Genau. wird schon paarweise gekauft. Könnte ich es auch einzeln kaufen? Kannst auch einzeln Na? kaufen, ja. Wird auch gemacht, also zum Beispiel für Heimkino oder Genau, daran Dreikanal dachte oder ich sonst gerade. was. Genau. Ja, also ungradzahlige kann man bestellen. Wie gesagt, die Größe hat sich nie verändert, die Leistung schon. Also das heißt, also dadurch, dass wir eben andere Bauteile haben, zum Beispiel Transistoren, eben auch wirklich mit höheren Betriebstemperaturen, also im Transistorkern betrieben werden können Okay. als vor über 30 Jahren, kommen wir hier mittlerweile auf Leistungsreserven von ungefähr 300 Watt, die man aus so einem Verstärker rausholen kann. Und der Trafo kann mehr. Also das heißt, also der Transformator ist ein Ringkerntrafo, der hier vorne ist. Aus dem kann man ungefähr 500, wir geben ihn mit 500 VA an. Meine Entwicklerkollegen haben aber auch schon das Zweieinhalbfache daraus geholt, ohne dass er geplatzt ist. Das ist jetzt nicht die Anleitung, das nachzumachen. Ja, also meine Entwicklungskollegen, du kennst ja ein paar von denen, sind eben auch ein bisschen risikofreudig ab und zu. Hier gibt es aber intelligente Schutzschaltungen in den Verstärkern. Also das heißt, dass wenn es zu heiß wird, wenn du Gleichspannung hast, wenn du die Endstufe einfach schlichtweg überlastest, dann schaltet sie sich ab. Es gibt aber auch Möglichkeiten, sie einzuschalten. Also ich glaube, da hast du mich auch schon mal nachgefragt, was dieser Schalter hier hinten soll. Also den kann man jetzt leider von vorne nicht sehen, aber hier gibt es einen Kippschalter. Das heißt, die Endstufe, weil sie ja vorne keinen Schalter oder keinen Taster hat, wird dann entweder durch ein einkommendes Signal angeschaltet, also das, oder also wir nennen es Automatik, oder über Trigger. Also das heißt, Ach so, ich habe eine Triggerleitung. genau. 5 bis 12 Volt. Richtig, das kannst du machen. Oder wenn du einen AVM-Vorverstärker hast, da gibt es noch eine pfiffigere Sache. Und zwar, man kann, der reagiert auf seinen Vorverstärker direkt und schaltet sich dann ein. Das Ohne Triggerleitung. ohne Triggerleitung, genau. Das ist ja cool. Das Ja. funktioniert dann auch, egal ob ich den jetzt über. Wir können sie mal umdrehen. Also, das ist, Ja, wenn noch mal, also. Ist nicht so leicht, weil, wie gesagt, die Dinger sind doch relativ schwer. Hier sieht man diesen Wahlschalter permanent an, Trigger oder auf Automatik. Und die sieht übrigens genauso aus, ja. genau, aber ich kann es hier besser nachvollziehen. B-Wiring-Terminals sind vorgesehen. Ich bin ehrlich gesagt zugegebenermaßen gar nicht der große Fan von B-Wiring. Aber ich denke mal, es gibt Anwendungsfälle, wo es durchaus Sinn macht. Deswegen geben Das wir bleibt diese. jedem selber überlassen und so hat man einfach die Möglichkeit. Ich verwende auch Single Wiring klassischerweise, weil mein Kabel einfach, ich habe nur eins, ist
Ist halt so, ne? Ja, genau. Man kann ja auch zwei Paar Lautsprecher anschließen. Also das können die auch ohne weiteres treiben. Die haben ja genug Kraft, das zu tun. Aber wie kommt Signal rein? Asymmetrisch, aber auch symmetrisch. Genau. Der Vorverstärker, damit ich es nicht vergesse, hat nur asymmetrische, was heißt nur, aber hat er asymmetrische Ausgänge. Genau, in der 30er-Serie machen wir das Layout ganz klassisch asymmetrisch. Mhm. Es gibt ja leicht darüber in der Evolution Line einen 3.3 genannten Vorverstärker. Der hat dann XLR-Ausgänge. Wie gesagt, das ist, da ist man dann auch ein bisschen in einer anderen Klasse. Erstens das und außerdem ist es auch nicht unbedingt technisch notwendig, XLR zu verwenden. Da mache ich nochmal irgendwann, wenn ich Zeit habe, ich habe so einen Stapel an Themen abzuarbeiten, aber ich will mal ein Thema machen, XLR und symmetrische Datenübertragung, was ja eigentlich aus der Studiotechnik kommt und einfach nur Knackser verhindert, aber eigentlich nicht unbedingt die bessere. Ja, es ist, das ist ein, ich würde eher sagen, wir sind hier an der Grenze zu einem Art Glaubenskrieg. Wir sind aber bei dem Vorverstärker eben, wollten wir nicht in den Glaubenskrieg verfallen, sondern wir haben den Vorverstärker ja ganz bewusst kostenoptimiert sozusagen auch gebaut, weil wir eine gewisse Kostenschwelle erreichen wollten. Ja, also das ist ja mit den Endstufen auch so. Es nützt uns dann nichts, wenn wir die tollsten Geräte der Welt bauen und die kann sich nachher keiner mehr leisten. 4.000 Euro ist verdammt viel Geld. Natürlich. Nicht vergessen. Bitte. Keine Frage. Ja? Und vergessen wir in der Branche leider viel zu schnell. Ja. Also ich meine, von den fast 800 Euro, die da drin sind an Mehrwertsteuer, redet keiner, da haben wir nichts davon. Da hat keiner unserer Kunden was davon. Das heißt also, wir reden ja 4.000 Euro mit 19% Mehrwertsteuer. Da rede ich, da wird ja mal locker drüber weggegangen. Ja. Hier ist es eben so, wir verbinden hier Tradition mit Moderne. Also das heißt also, den typischen kräftigen AVM-Klang und wir haben wirklich viel Stunden und Arbeitsleistung hier reingesteckt, damit man dieses paar Endstufen auch tatsächlich für 4.000 Euro ungefähr noch hinbekommt. Ich finde den Preis attraktiv, definitiv. Dann 3.000 Euro für den Vorverstärker, genau. Plus die 4.000, dann bin ich bei 7.000 und habe eine Wahnsinns-Streaming vor Endkombi. Also ja, was will man mehr? Cellini. Aufpreispflichtig. Was aufpreispflichtig. Kommt auf mich zu, wenn ich sage, ich möchte das ganze Ensemble in Cellini haben. Die beiden Chromfronten für die beiden hier kommen auf knapp 1.000 Euro. Also wie gesagt, auch da werde ich oft gefragt, Andreas, 1.000 Euro, wieder viel Geld. Ja. Warum zu viel? Ja, bitte bedenke, dass wir diese Fronten ja aufwendig polieren und die, leider sind die Ausschussraten sehr, sehr hoch. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel drei Fronten polieren, kannst du davon ausgehen, dass eine nicht brauchbar ist. Da ist irgendwo ein Einschluss oder sonst was. Oder es passiert noch irgendwas, dass man sie nicht verbauen kann. Also das heißt, leider müssen wir diese Ausschussraten mitberechnen. Na klar. Bei der Vorstufe kostet die ganze Cellini-Version, also als Aufpreis ungefähr 800 Euro. Ist viel Geld, aber ich sage, ist jeden Cent wert. Ich will keine Werbung für euch machen, aber ich bin einfach total verliebt in diese Cellini-Fronten und das hebt das Ganze optisch auf so ein anderes Niveau. Das ist wie eine Granitplatte in der Küche. Das ist so einfach, kostet Schweinegeld. Eine Granitplatte in der Küche. Viele sagen dann, nee, ich nehme lieber die Holzplatte, aber wenn man einmal die Granitplatte hat, jeden Tag erfreut man sich dran. Das ist genau das. Ja. Also, und es ist einfach auch, das ist wirklich eine zeitlose Sache. Die Oberfläche ist übrigens extrem hart. Also die zu verkratzen muss man sich, ist möglich, aber man muss sich verdammt anstrengen. Ja. Also das Härtetest. Und man darf ja nicht vergessen, es gibt viele tausende Pärchen Endstufen aus den 80er, 90er Jahren von AVM, die Chromfronten haben. Und auch hier ist es ja so, dass viele unserer Fans oder Kunden und AVM-Gebraucher jetzt diese Endstufen sukzessive auch ersetzen möchten. Und dann muss es auch zusammenpassen. Logisch. Und das tut's. Das ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Legacy-Geschichte, ne?
Das ist eine Legacy-Geschichte. Ja, und das finde ich großartig. Also da steckt halt die ganze AVM-DNA. 15 Generationen. Also da musst du schon lange suchen, bevor du sowas nochmal findest in unserer Branche. Ja, zum Verlieben schön. Ja, Udo, vielen Dank fürs Gespräch. Andreas, gute Zeit. Ja, danke dir. Bis die Tage. Tschüss. Ja, vielen Dank, Udo, nochmals an der Stelle hier, dass du hier warst und mir die Kombi gebracht hast und wir da so ausführlich drüber reden konnten. Über eine Sache haben wir, oder ein paar Sachen haben wir nicht gesprochen. Zum einen das Display. Das ist hier in der Mitte zentral ein monochromes OLED-Display. Ist sehr schick, ist ein grafisches Display. Ich bin oder war ein Display-Fetischist, also da hätte es für mich ein bisschen größer sein können und farbig. Aber das hat sich ein bisschen geändert bei mir persönlich, weil die Kiste kann ja Title Connect, ich bin Title-Nutzer und da steuere ich eh alles übers Handy und kriege da die Cover-Ansichten und so und da brauche ich das eigentlich alles gar nicht mehr am Display. Das wird halt zunehmend mit Rune, Title Connect, Spotify Connect, Kobus kann die Kiste auch, wird es halt zunehmend unwichtiger, dass das Display was kann, weil man steuert es eh über Tablet oder das Handy. Und so ist das Display vollkommen ausreichend und gut. Es gibt auch eine Fernbedienung dazu. Ich habe hier die von AVM, die RC5. Original liegt dem Pass 30.3 die RC3 bei. Die ist etwas einfacher vom Tastaturlayout, aber ansonsten gleiches Format, gleiche Verarbeitung. Und das ist ja auch schon wieder AVM-typisch der Hammer. Das ist aus einem Stück Aluminium gefräst. Hinten ist da der Deckel eingepasst mit Wahnsinns Spaltmaßen. Zum Batteriewechsel muss man es halt dann aufschrauben. Da gehören zwei so Knopfzellen rein, aber soviel ich weiß, halten die recht lange. Und nachdem man alles über die App steuern kann, braucht man eigentlich keine Fernbedienung. Ich finde es immer ganz schön, wenn man zumindest zum einen Ausschalten eine Fernbedienung hat und vor allem für die Lautstärke. Weil mit dem Handy ist, das legt man dann doch so neben sich aufs Sofa und dann geht das irgendwie im Energiesparmodus oder macht das Display aus. Und wenn das Telefon klingelt oder es kommt jemand rein, man möchte schnell leiser machen oder die Musik wird plötzlich sehr, sehr laut. Da finde ich es einfach praktisch, wenn man da nach einer Fernbedienung greifen kann und einfach leiser drückt, bevor man da das Handy entsperren muss. Und, aber es ist Geschmackssache und auf jeden Fall eine Fernbedienung ist dabei, eben die RC3. Die kostet allein schon, glaube ich, 200 Euro und deswegen ist das eine gute Sache, wie ich finde. Dann hatte ich mit Udo ja schon drüber gesprochen, dass es eine Triggerschaltung gibt. Also Trigger bedeutet, ich schalte das Gerät an und das Gerät steuert über eine Leitung die beiden Endstufen und schaltet die aus dem Standby dann auch in den Betrieb. Bei AVM funktioniert das auch über die Audioleitung. Also ich habe hier hinten wirklich nur die Cinch-Kabel stecken vom Preamp zu den Endstufen. Und wenn ich da jetzt einschalte, dann gibt es ein kurzes Signal über die Audioleitung, das dann auch wieder weg ist. Das ist nur ein Einschaltsignal. Und beim Ausschalten das Gleiche, also man muss keine Angst haben, dass die Signalübertragung da irgendwie beeinflusst wird. Und das ist halt natürlich eine super schicke Lösung, weil die Kabel hat man eh da. Und dann schalten wir hier einfach mal probeweise ein und lauschen. Und ich hoffe, man hat es jetzt gehört. Es schalten dann beide Endstufen nacheinander ein. Man hört dann die Relais klicken. Und nacheinander natürlich, damit beim Einschalten nicht zu viel Strom gezogen wird. Und beim Ausschalten werden beide gleichzeitig ausgeschaltet. Da ist es eben nicht notwendig, dass sie nacheinander ausgeschaltet werden. Also einfach schön mitgedacht, gut umgesetzt, funktioniert einwandfrei. So, wie schon erwähnt, gibt es auch eine App von AVM. Die ist wirklich sehr gut gemacht. Ich habe sie hier schon mal offen. Und hier haben wir auch schon, sehen wir unseren PRS 30.3 und können den auch über die App sogar anschalten. Und schauen, ob es funktioniert. Display leuchtet. Und zack, zack, sind auch die Endstufen zugeschaltet. Ich kann halt in der Ansicht auch
die Lautstärke ändern und kann aber auch ins Gerät reingehen. Habe hier alle Einstellungen. Nein, zum Phono wollte ich jetzt gerade nicht. Und kann hier eigentlich alles einstellen. Habe hier unten meine Streaming-Dienste. Alles, was ich so brauche. Und gehen wir nochmal in die Einstellungen. Von Sprache, Audio, Multiroom, Netzwerkinfo, Streamingdienste, Geräteeinstellungen kann man auch alles einstellen, Firmware aktualisieren. Man hat wirklich sehr viele Kontrollmöglichkeiten, Einstellmöglichkeiten. Und ganz interessant, bei mir hatte nämlich am Anfang dieses Trigger-Vio-Audio-Kabel nicht funktioniert. Und dann habe ich in die App reingeschaut und dann unter Geräteeinstellungen und Ausgänge habe ich es dann gefunden. Da kann man nämlich hier, der letzte Punkt, Trigger via Audiokabel, das war nämlich eben ausgeschaltet und kann man hier einfach einschalten. Und natürlich kann ich dann auch, gehe ich wieder zurück, und kann den dann auch natürlich die Kombi über die App wieder ausschalten. Klack, klack, das ist wieder, da ist sie wieder aus. Und das kann ich überall jetzt bei mir im Haus machen, überall, wo ich halt im gleichen WLAN oder Netzwerk bin. Ja, kommen wir zu der Frage, wie klingt denn die Kombi? Ja, es trifft halt, AVM trifft genau meinen Geschmack. Es ist dynamisch, transparent. Und was mir vor allem aufgefallen ist, war die Endstufen, die Kontrolle im Bass, also der Bassschub, aber dabei die volle Kontrolle zu behalten, das haben diese Endstufen schon fantastisch hingekriegt. Ich habe gehört mit der Arkona, Gauda Akustik Arkona 100 MK2. Das ist ja ein Lautsprecher, der anspruchsvoll ist und viel Strom zieht. Und da hatten die also jetzt echt überhaupt kein Problem damit. Ich habe es richtig krachen lassen, Udo. Das habe ich dir bei meinem letzten Gespräch gar nicht erzählt. Ich habe dann hier Foreigner laufen lassen mit Jukebox Hero. Ich liebe diesen Song und da ist halt natürlich, da schieben die Bässe schon mächtig hier in den Raum. Und ich hatte echt wahrscheinlich ein bisschen zu laut aufgedreht. Das war schon mehr ein physisches als ein akustisches Erlebnis. Aber trotzdem, es war genial. Aber es war einfach zu laut und dann macht es plötzlich Klack und absolute Stille im Hörraum. Es war die Schutzschaltung, die ausgelöst hat. Also Udo, an der Stelle der Hinweis, die Schutzschaltung funktioniert einwandfrei. Die Endstufen waren dann auch einige Minuten beleidigt, bevor sie sich wieder einschalten ließen. Aber dann konnte ich sie wieder einschalten und habe mich dann weiter ein bisschen durch die Musik gehört. Und zum Beispiel bei dem Klassiker hier, Chris Jones mit No Sanctuary hier, da schieben mir auch so die Bässe raus. Und das Wichtige ist an der Stelle, dass das eben diesen homogenen Anschluss findet an den Rest des Klangbildes und nicht so ein waberndes Bassfundament, das da irgendwo so vor sich hinschiebt, losgelöst vom Rest. Das kann man erleben, wenn man... Ich hatte hier einen günstigeren Verstärker zum Test, 1000-Euro-Klasse. Den habe ich für ein anderes HiFi-Portal getestet. Und da hatte ich halt den direkten Vergleich. Und da liegen klanglich natürlich Welten. Auch wenn so ein 1000-Euro-Japan-Verstärker natürlich auch einen sehr, sehr guten Job macht und ausgewogen klingt. Aber diese Kontrolle im Bass und diesen Bassschub, gerade bei Chris Jones, da lagen schon, also war ein guter Unterschied zu hören und ich muss sagen, Gott sei Dank. Ich hatte dann auch noch die Möglichkeit, sie mit einer anderen Box zu hören, die Kombi, und zwar hier hinten sieht man sie, das ist eine Triangle Magellan Cello 14, das Jubiläumsmodell, auch eine ausgezeichnete Box und das klang auch, also die brauchte diesen vom Wirkungsgrad besser als die Gauda und vielleicht auch ein bisschen ausgeglichener. Klang auch wirklich, wirklich ganz hervorragend. Darauf werde ich in einem späteren Test noch eingehen. Wahrscheinlich der nächste Beitrag wird über die Triangle Magellan Cello 14 sein. Aber das ist auch eine Traumkombination. Mein persönliches Fazit ist, ich brauche die Kombi unbedingt, beziehungsweise ich brauche die Kombi nicht, denn ich besitze bereits einen CS 2.3, auch in dieser tollen Cellini-Variante mit der Chromplatte, allerdings mit schwarzem Gehäuse, den habe ich mir so bauen lassen. Und der hat Pre-Outs.
Das heißt, ich kann hier die digitalen Endstufen des CS 2.3 abschalten. Dann gehe dann in die MA30-3 Endstufen rein. Trigger via Audiokabel funktioniert mit dem genauso. Die App funktioniert genauso. Also habe ich quasi die gleiche Kombi, plus dass ich halt hier noch ein CD-Laufwerk habe. Alle anderen, die noch kein AVM-Gerät oder Vorverstärker haben, kann ich diese Kombi nur ans Herz legen. Der Aufpreis für die Cellini-Variante ist heftig, aber was heißt heftig? Der ist gerechtfertigt. Udo hat es ja selber erzählt, wie aufwendig das ist, diese Verchromungen. Und der Ausschuss ist wahrscheinlich auch sehr, sehr hoch. Aber ich finde es halt traumhaft schön. Also Udo, ich würde genau die hier nehmen mit schwarzem Gehäuse und Cellini. Behalten darf ich die hier leider nicht. Das hat er schon angekündigt. Das Zeug wird ja meistens wieder abgeholt. Ich muss es zurückschicken. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte wahnsinnig viel Spaß beim Testen mit der Gauda, mit der Triangle Magellan Cello. Diese Kombi treibt einfach jede Box an, mühelos, klingt ausgeglichen, transparent, aber wie gesagt, mit dieser Basskontrolle und diesem Schub, mit diesen Class A-B-Endstufen, wirklich grandios. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder irgendwelche Kommentare, dann schreibt es mir bitte unten rein. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein Like oder noch besser, abonniert den Kanal. Ist immer noch kostenlos und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Bis dann. Ciao.